Forum des Verbandes Katholischer Kliniken in Düsseldorf. Wir führen die Veranstaltung hier heute durch in Kooperation mit der Rheinischen Post und dem Düsseldorfer Anzeiger. Ich möchte Sie hier, die Sie live sind im Maxhaus mitten in Düsseldorf, ganz herzlich begrüßen und natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Mein Name ist Frank Naundorf. Ich moderiere die Veranstaltung hier heute und begleite Sie für die nächsten 60 Minuten durch das Thema Hüfte. Schnell wieder fit nach einer Hüft-OP. Das ist unser Thema heute. Wenn Schmerzen Sie im Alltag begleiten, die Beweglichkeit immer weiter eingeschränkt ist, dann gibt es mitunter keine Alternative mehr zu einem Eingriff, zu einer künstlichen Hüfte. Das betrifft viele ältere Menschen, kann aber auch jüngere Menschen treffen. Wir haben ein ganz prominentes Beispiel. Letzte Woche wurde das gemeldet. Der Düsseldorfer Fußballer, Sie kennen ihn wahrscheinlich, Andreas Lumpi Lamberts. Oh, die Telefone bitte ich Sie auszuschalten. Andreas Lumpi Lamberts, der Ehrenkapitän von Fortuna Düsseldorf, muss sich einer OP unterziehen und wird eine neue Hüfte bekommen. Wir könnten ihm hier ein sehr gutes Team empfehlen, das diese Operation und die Nachsorge durchführen könnte. Präzise, schonend und innovativ, das sind die Stichworte für das Orthopädie-Team am St. Vinzenz Krankenhaus in Düsseldorf, das ich Ihnen gleich auch noch etwas näher vorstellen werde. Es geht um Gesundheit, es geht um Lebensqualität, Lebensqualität in Freizeit, Sport und Beruf. Und da können Ihnen, um diese wiederzuerlangen, wenn das bei Ihnen indiziert sein sollte, die vier Expertinnen helfen, die heute hier sind. Neben mir direkt Professor Christoph Schnoh, Chefarzt der Klinik am St. Vinzenz Krankenhaus für Orthopädie. Zu meiner Linken Dr. Arndt Ostertag, leitender Oberarzt am Vinzenz. Außen sehen Sie Dr. Yannis Giannakopoulos, Oberarzt der Klinik. Und last not least die Dame heute hier im Team, Elena Neumann, stellvertretende Leitung der Physiotherapie. Wie gesagt, alle vom St. Vinzenz Krankenhaus in Düsseldorf. Was passiert heute? Wir stellen Ihnen vor, wann eine Hüftendoprothese, ein künstliches Hüftgelenk, nötig ist und wie in diesem Fall die schonendsten OP-Verfahren funktionieren, die richtige Prothese ausgewählt wird und auch eingesetzt wird natürlich und was alles in der Nachsorge passiert. Danach werden Ihnen die Expertinnen für Fragen zur Verfügung stehen hier im Raum. Wenn Sie die Fragen stellen, da werden wir mit einem Mikrofon rumgehen und auch Sie an den Bildschirmen, also die, die uns im Livestream verfolgen, dürfen uns natürlich Fragen stellen, sind Sie ganz herzlich eingeladen. Stellen Sie Ihre Fragen an fragen@vkkd-kliniken.de und dann werden wir versuchen, diese Fragen hier live oder im Nachgang zu beantworten. So. Jetzt starten wir aber wirklich mit dem Thema moderne Hüftchirurgie und da übergebe ich an Professor Christoph Schnoh. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich würde gerne in das Thema einführen und will Ihnen als erstes ein klein bisschen näher bringen, was wir am Vinzenz Krankenhaus unter Qualität verstehen und was wir hier machen. Und das ist mir ganz wichtig, Ihnen das so ein bisschen mit auf den Weg zu geben als Einleitung zu den fachlichen Vorträgen. Das ist vielleicht schon die wichtigste Folie, finde ich jedenfalls, weil das unser Leitspruch ist. Das ist das, was uns antreibt, das Beste für unsere Patienten. Das heißt, Sie wissen viel über Kostendruck im Gesundheitssystem, aber wir haben die ganz klare Qualitätsinitiative und Philosophie. Wir möchten, dass unsere Patienten bestmöglich unsere Klinik wieder verlassen. Und wenn es ein Kunstgelenk ist, mit einem Kunstgelenk, was am liebsten viele Jahrzehnte gut funktioniert. Der Verbund Katholischer Kliniken in Düsseldorf, zu dem wir gehören, hat, wie ich meine, schon vor langer Zeit eine sehr, sehr weitreichende und kluge Entscheidung getroffen, und zwar die der Zentrenbildung.
Das bedeutet, nicht jede Klinik, es gehören ja noch andere Kliniken, wie zum Beispiel das Marienhospital und das Augusta-Krankenhaus zu uns, nicht jede macht alles, sondern zum Beispiel die Orthopädie ist nur am Vinzenz-Krankenhaus. Das heißt, wir machen das, was wir machen, in einer hohen Fallzahl und Expertise, und diese Zentrenbildung in der Medizin wird von der Politik ja auch immer gefordert, und wir machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind zertifiziertes Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung, eine Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft Orthopädie und Unfallchirurgie. Und da kommen jedes Jahr Prüfer zu uns und überprüfen, ob die Qualität stimmt, ob die Komplikationen selten sind, ob alle Operateure tatsächlich auch mindestens 100, zum Beispiel bei den Senior-Hauptoperateuren, 100 dieser Operationen jedes Jahr durchführen. Das heißt, der Patient hat den großen Vorteil, dass auch er sicher ist, dass der Operateur, der ihn operiert, das oft macht. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen, dass dann die Komplikationsraten kleiner sind. Hier ist diese Tabelle, die Sie sehen, die finden Sie auch bei uns im Internet, weil wir veröffentlichen unsere Zahlen. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass der Patient, der sich für eine Behandlung interessiert, weiß, wie oft wird das in der Klinik gemacht. Und das sieht man jetzt beispielsweise auch hier im Prinzip, wenn man letztendlich hier unten schaut, da sehen Sie die Operationszahlen in den einzelnen Jahren. 2013, seitdem bin ich im Vinzenz-Krankenhaus als Chefarzt tätig, quasi sind die OP-Zahlen von künstlichen Hüften und Knien immer weiter gestiegen bis auf 1200. 2019, im letzten Jahr 2020, Corona-bedingt war es weniger, weil wir natürlich auch als Krankenhaus viel in der Covid-Pandemie gefordert waren und viel da Patienten behandelt haben. Letztendlich, aber wir machen das jeden Tag und wir machen es oft. Und das ist nicht nur ein gutes Gefühl für uns, sondern es ist für die Patienten und insbesondere auch für den Erfolg der Operation entscheidend. Sie sehen jetzt hier eine Grafik aus dem Deutschen Endoprothesenregister. Da sind alle deutschen Operationen drin. Und Sie sehen jetzt hier quasi Komplikationsquoten, Nachoperationsquoten von insgesamt drei verschiedenen Krankenhaustypen. Und zwar einmal die für die Hüften, die höchstens 200 machen. Das ist diese orangene Linie, und die haben die häufigsten Komplikationen. Und die, das ist hier die mittlere quasi Fallzahl, dann von 200 bis 700, und die über 700 haben die niedrigste Komplikationsquote über die ganze Zeit. Das bedeutet, es ist nicht nur für die Hüften, sondern auch für die Knie nachgewiesen, je häufiger diese Operation in dem Zentrum operiert wird, desto niedriger sind im Durchschnitt die Komplikationsquoten. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir veröffentlichen auch unsere Qualitätsdaten quasi jedes Jahr bei uns in unserem Qualitätsbericht auf unserer Internetseite. Und Sie sehen jetzt hier, das ist eine bisschen schwierige Grafik. Ich versuche sie Ihnen etwas darzustellen, dass man die versteht. Sie sehen ganz viele Punkte. Diese Punkte, jeder Punkt ist eine Klinik in Deutschland, die Hüften und Knie operiert. Und vereinfacht gesagt ist es so, je höher der Wert hier oben ist, desto mehr Komplikationen hat sie. Je niedriger der Wert hier unten ist, der Punkt, desto besser ist es letztendlich. Und diese orangene Linie, die Sie hier quer horizontal durchgehen sehen, das ist der Durchschnitt der Komplikation oder Nachoperationsrate. Und bei uns in der Klinik, wir sind dieser Punkt, den Sie hier unten sehen, unterhalb der orangenen Linie. Das heißt, unsere Komplikationen sind seltener als im Bundesdurchschnitt. Das funktioniert deshalb besonders gut, weil wir ein hervorragendes Team haben. Es geht nicht nur um den Operateur. Es geht natürlich um die anderen Ärzte, die Assistenzärzte, man operiert im Team, aber auch unsere Physiotherapeuten, OP-Pflege, Pflege auf Station, Sekretariate, alle, die beteiligt sind, sind hochspezialisiert, und das ist ganz entscheidend. Und Frau Neumann wird da am Ende in ihrem Vortrag zum Rapid Recovery Programm auch noch näher drauf eingehen. Wir wollen aber auch genau wissen, wie zufrieden unsere Patienten sind, und deshalb machen wir eine Nachbefragung 3 Monate nach der Operation. Sie sehen jetzt hier die Daten ganz aktuell aus diesem Jahr. Knapp 600 Patienten sind jetzt nachbefragt dieses Jahr. Sie sehen es hier, 591. Wie zufrieden sind Sie letztendlich? Würden Sie uns weiterempfehlen? Würden Sie einem guten Freund, einem guten Bekannten die Operation in dieser Klinik weiterempfehlen? Und hier sehen Sie, von den Hüftprothesenpatienten haben 97% uns weiterempfohlen und von den Knieprothesenpatienten 94%. Und das sind auch im Vergleich zu anderen Kliniken hervorragende Werte. Es gibt auch noch ganz unabhängige Instanzen, die man anschauen kann. Dazu gilt, kennen Sie vielleicht der Gesundheitsnavigator der AOK. Hier können Sie auf der AOK-Internetseite ja nachschauen, welche Qualität welche Klinik hat. Und wir erreichen hier sowohl für die Hüften wie auch für die Knie die höchste Kategorie. Das bedeutet, wir haben diese drei Bäumchen
Das bedeutet, wir gehören von der Qualität her zu den besten 20% in Deutschland, überdurchschnittliche Qualität, und Sie schreiben dann Wahrscheinlichkeit von Komplikationen geringer als in anderen Krankenhäusern, sowohl beim Knie als auch bei der Hüfte. Und deshalb ist uns dieses Qualitätsanliegen das Wichtigste letztendlich, weil was uns antreibt, ist die Zufriedenheit und auch die lange Mobilität unserer Patienten, die wir bei uns behandeln. Wir sind seit vielen Jahren in der Fokusliste als eine der Top-Kliniken für die Orthopädie gelistet. Sie sehen also, alles das, was wir tun können, machen wir für Qualität und können es inzwischen auch ganz gut abbilden. Damit danke ich für den Anfang. Vielen Dank. Ja, das Schöne am Live, man hat auch wieder ein bisschen Applaus, den man hören kann. Vielen Dank, Herr Professor Schnurr. Und ich sehe, Herr Dr. Johannes Giannakopoulos hat sich schon in Richtung Mikrofon begeben. Ja, sein Thema sind die minimalinvasiven Zugänge zum Hüftgelenk, also sozusagen eine ganz schonende Möglichkeit, diese Operation durchzuführen. Bitte schön. Super, vielen Dank erstmal, dass Sie meinen Namen sehr gut ausgesprochen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen schon, dass bei einer anstehenden operativen Versorgung des Hüftgelenkes sehr viele Fragen aufwerfen. Die Frage möchten wir gerne auch in unserer Sprechstunde beantworten. Wir werden in unserer Sprechstunde, Beschwerden werden da, Beschwerden, Einschränkungen und die ausführliche Keimgeschichte werden erfragt und daran schließt sich die körperliche Untersuchung an. In der körperlichen Untersuchung die typische Beschwerden einer Hüftgelenksarthrose ist Schmerzen in der Leiste, Schmerzen im Bereich des Oberschenkels seitlich und Rotationsschmerz im Bereich des Hüftgelenkes. Was wir empfehlen, ist klar, primär Ausschöpfung der konservativen Maßnahmen. Dazu gehören die physiotherapeutischen Übungen zur Verbesserung von Muskelkraft und Kraftausdauer, die medikamentöse Behandlung, Schmerzmittel einnehmen und falls bei übergewichtigen Patienten, klar, eine Gewichtsreduktion ist empfehlenswert. Auch andere konservative Maßnahmen wie Akupunktur sind empfehlenswert primär. Ein Röntgenbild des Beckens ist erforderlich, um das Ausmaß der Arthrose des Gelenkverschleifs beurteilen zu können. Hier auf der linken Seite sehen Sie ein gesundes Hüftgelenk, der Gelenkspalt ist erhalten. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein endgradig degeneratives Hüftgelenk. Man sieht genau hier die ausgeprägte Gelenkspaltverschmälerung, die Gelenkspaltabnahme, Zysten im Bereich der Pfanne und im Bereich des Kopfes und die ausgeprägt in diesem Bereich Randanbauten, Verknöchungen, sogenannte Osteophyten. Die zwei wichtigsten oder die häufigsten Fragen, die unserer Sprechstunde gestellt werden, sind, welches Implantat ist für mich das Beste und welcher Zugang wird durchgeführt. Über die Implantate wird gleich unser leitender Oberarzt oder Ostertag sprechen. Ich möchte gerne die Zugänge analysieren. In der Literatur sind zahlreiche Zugänge zum Hüftgelenk beschrieben, aber vier minimalinvasive Zugänge haben sich in den klinischen Alltag, in der klinischen Routine etabliert. Und hier werden die gezeigt von vorne nach hinten vorne. Die blaue gestrichelte Linie zeigt den vorderen Zugang, die sogenannte Methode nach Amis. Die rote gestrichelte Linie zeigt den seitlichen vorderen Zugang, die sogenannte Methode nach Almis. Die grüne gestrichelte Linie zeigt den minimalinvasiven seitlichen Zugang und die gelbe gestrichelte Linie den hinteren Zugang. Im Hinblick auf die Wahl des operativen Zugangs gibt es tatsächlich keine Empfehlung in der Literatur. Und warum gibt es keine Empfehlung? Weil jeder Zugang hat Vor- und Nachteile von diesen vier minimalinvasiven Zugängen. Und ich habe hier links aufgelistet. Zum Beispiel die erste Frage, die sich stellt, ist der Zugang geeignet für übergewichtige Patienten? Die vorderen Zugänge eher nicht. Die anderen zwei ja. Besteht ein Luxationsrisiko? Eine Auskugelungsrisiko. Die drei erste Zugänge eher nicht. Der hintere Zugang ist tatsächlich laut Literatur mit einem Auskugelungsrisiko verbunden. Sind die muskelschonend? Ja, alle vier.
Sind die erweitbar im Revisionsfall? Das bedeutet, passiert eine Komplikation während der operativen Versorgung? Sehr selten. Oder muss der Patient nach x Jahren operiert werden? Ist der vordere Zugang ist eher nicht erweitbar? Die anderen drei ja. Besteht eine Gefahr, dass während der operativen Versorgung Gefäße oder Nerven verletzt werden beim vorderen Zugang? Die Gefahr, Risiko ist eher hoch. Die anderen drei eher klein. Aus diesem Grunde führen wir die zwei Zugänge vorderen, die Methode nach Amis und den Hinterzugang in unserer Klinik eher nicht. Wir führen oder bieten wir die zwei Zugänge an, den vorderen seitlichen Zugang und den minimalinvasiven seitlichen Zugang. Nochmal genauer gezeigt, diese grüne gestrichelte Linie wird hier auch gezeigt, der Hautschnitt bei dem seitlichen minimalinvasiven Zugang wird über diesen Rollhügel, die sogenannte Trochanter major Region, in den seitlichen Oberschenkel durchgeführt. Und der vordere seitliche Zugang wird etwas oberhalb des Rollhügels Richtung nach vorne, so 30 Grad nach vorne, wird der Hautschnitt gemacht. Wichtig ist, dass man, wie hier gezeigt wird, dass man durch die Muskellücke operiert, also muskelschonend. Was sagt die wissenschaftliche Datenlage? Alle Zugänge sind verglichen worden und wird gezeigt, dass keine Unterschiede nach 6 Wochen die Zugänge haben. Das bedeutet, der Operateur sollte tatsächlich den Zugang wählen, mit dem er die größere Erfahrung hat. Aber muss muskelschonend sein, muss weichteilschonend sein. Warum? Weil die Weichteil, die muskelschonende operative Zugänge, die minimalinvasive Zugänge zu einer raschen Formalisation und Rehabilitation führen. Und das ist das Wichtigste für den Patienten. Wie sehen unsere Ergebnisse aus nach diesen Zugängen, die wir auch in unserem Krankenhaus durchführen? Mobilisation am OP-Tag, das bedeutet, ein paar Stunden nach der operativen Versorgung, wie viel Prozent der Patienten können aufstehen, also früh mobilisiert werden? Hier gezeigt, 84% bzw. 96% der Patienten können ein paar Stunden am OP-Tag gehen, auf Stationsebene und stehen. Treppensteigen, ganz wichtiges Kriterium, damit die Patienten auch entlassen werden können. Man sieht hier am Tag 2, 32% der Patienten lernen Treppensteigen und können das. 2/3 bzw. über 90% der Patienten am Tag 4 können schon Treppen steigen. Das bedeutet, dass durch unsere minimalinvasive Zugänge schaffen wir, dass die Patienten früh mobilisiert werden und schnell selbstständig sein. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Giannakopoulos. Sie haben schon gesehen, es ist komplex und wir legen noch eine Schippe drauf. Also es wird noch mal ein bisschen komplexer, weil es gibt nicht nur verschiedene Zugänge, sondern es gibt auch bei den Prothesen eben verschiedene Modelle und verschiedene Materialien. Aber auch da haben wir einen Experten mitgebracht. Dr. Arndt Ostertag, der leitende Oberarzt, ja, wird Sie mit in das Thema nehmen. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen gerne etwas über die Implantate erzählen. Die verschiedenen Methoden zu implantieren, haben wir schon gehört vom Herrn Giannakopoulos. Ich würde vielleicht gerne damit starten, mit dem künstlichen Hüftgelenk. Was bedeutet das? Für uns über die Jahre ist es sehr positiv zu sehen, dass die Implantation eines künstlichen Hüftgelenkes zählt inzwischen in der Medizin zu den erfolgreichsten Operationen überhaupt. Woran liegt das? Das liegt unter anderem daran, dass wir über, nicht wir alleine natürlich, unsere Mitstreiter in der Orthopädie haben über die letzten Jahre, Jahrzehnte natürlich die operativen Techniken kontinuierlich fortentwickelt. Nichtsdestotrotz ist das nicht der alleinige Teil des Erfolges, sondern man muss sagen, ein Großteil des Erfolges liegt auch an den Implantaten. Dazu würde ich Ihnen jetzt gerne was demonstrieren. Das ist zum Beispiel ein Baukasten sozusagen, mit dem wir uns täglich beschäftigen, mit der Fragestellung, für welchen Patienten wählen wir welche Prothese aus. Dann zeigt sich hier einmal in der Mitte eine normale Standardprothese, die etwas länger ist. Daneben ist die Kurzschaftprothese, die werde ich Ihnen gleich noch im Detail ein bisschen
näher vorstellen. Dann kommen wir zu den Pfannensystemen, auf die ich auch noch mal eingehen werde, gerade im Hinblick auf die sogenannte Gleitpaarung, das heißt, welche Teile der Hüftprothese kommunizieren zusammen. Und hier ist noch mal ein Blick auf ein komplettes Implantat. Das besteht insgesamt aus 4 Teilen, aus der Schaftkomponente, der Pfannenkomponente, dem Inlay und dem Kopf. Vielleicht für Sie interessant zu sehen, was ist denn überhaupt ein Unterschied im Bereich der Implantate? Hier lässt es sich einfach erkennen. Es ist zum Beispiel die Länge des Implantates. Deshalb sehen wir hier oder bezeichnet man diese neuere Generation auch als Kurzschaftprothese, während die Langschaft- oder Standardprothese im Prinzip einer Designphilosophie folgt, die es schon seit langer, langer Zeit gibt. Aber es gab auch über all die Jahre, muss man sagen, doch kontinuierliche Verbesserungen. Insgesamt muss man sagen, gibt es diese Prothesentypen, es sind jetzt nur 2 Modelle gezeigt, in verschiedenen Größen und Variationen. Die Kurzschaftprothese wird es auch sozusagen nochmal in verschiedenen Variationen, werde ich das gleich nochmal demonstrieren. Was ist die Philosophie der Kurzschaftprothese? Man kann vielleicht sagen, dass die guten Erfahrungen, die man gesammelt hat mit den Standardschäften, im Prinzip etwas transportiert wurden in die moderne Implantattechnologie. Das heißt, man hat überlegt, was ist gut an diesem Schaft gewesen, was ist vielleicht noch zu verbessern. Der Kurzschaft hat jetzt unserer Meinung nach einen entscheidenden Vorteil. Das heißt, der Janakopoulos hat schon davon berichtet, die muskelschonende OP-Technik, das ist für uns ein zentrales Element. Das heißt, das bringt auch für Sie den Erfolg, schnell wieder mobil zu sein und gut in den Alltag zurückzufinden. Die zweite wesentliche Komponente ist die knochensparende Operationstechnik. Wir brauchen für die Implantation eines Kurzschaftes, es gibt wie immer im Leben sozusagen ein Für und Wider. Wir können ihn nicht bei jedem Patienten einsetzen, sondern wir brauchen eine gute Knochenqualität. Das liegt daran, dass die Strecke des Schaftes im Knochen etwas kürzer ist, die Verankerungsstrecke, das Design etwas anderes. Sie sehen hier diese Biegung, die man bei dem anderen Schaft, vielleicht zeige ich es Ihnen nochmal, hier nicht so hat. Hier läuft es eher geradeaus. Diese Biegungen sorgen dafür, dass sich der Schaft im Prinzip anatomisch sehr, sehr schön in den Knochen einfügt, aber man braucht im Prinzip auch die Grundvoraussetzungen dafür. Sie müssen jetzt keine Angst haben, dass ein Implantat verwendet wird, das im Prinzip keine Erfahrungen mit sich bringt. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt schon eine Zeit von über 15 Jahren, die wir dieses Implantat beobachten. Es ist weltweit schon über 150.000 Mal implantiert worden und hat in der Statistik wirklich ganz hervorragende Langzeitergebnisse. Das würde ich Ihnen hier auch gerne im Vergleich, allerdings ist es eine, sagen wir es mal, ein kleiner Ausschnitt der Betrachtung. Bei eher jüngeren Patienten zeigt sich der Kurzschaft hier im blauen Diagramm mit einer etwas niedrigeren Komplikationsrate als die Standardschäfte. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass das Patientenkollektiv natürlich etwas jünger gewesen ist. Der Standardschaft, das hört sich soll sich nicht anhören, als ob der Standardschaft nicht von gleicher qualitativer oder von qualitativen sozusagen Ausmaß darstellbar ist wie der Kurzschaft. Der Standardschaft, da gibt es jetzt 2 verschiedene grundsätzliche Variationen. Einmal, Sie sehen hier den etwas glatt polierten Schaft und den beschichteten Schaft. Das heißt, wir entscheiden anhand der Knochenqualität und der Implantatstrategie, ob eine Versorgung zementfrei oder zementiert stattfinden soll. Wir haben mit diesem Schaft die Möglichkeit, fast jede Versorgung durchzuführen im Bereich des Hüftgelenkes. Er ist sehr variabel und hat von unserer Seite, wir verwenden ihn schon sehr lange, auch beste Langzeitergebnisse. Ein Thema, das oft ein bisschen in Vergessenheit gerät, für uns aber auch ein zentrales Thema ist die Gleitpaarung. Ich habe Ihnen versucht zu erklären vorhin, die Gleitpaarung ist sozusagen der Teil, der kommuniziert. Dieses Keramikköpfchen ist sozusagen Teil der Schaftkomponente und das Inlay, das in die Metallschale kommt, welche im Beckenknochen verankert ist, ist sozusagen der Teil der Pfannenkomponente. Es gibt 2 grundsätzliche Prinzipien. Einmal eine Gleitpaarung in
Vielleicht führe ich das einmal vor. Entschuldigung, einmal die Gleitpaarung in Keramik. Das heißt, wir haben hier in dem Bereich einen niedrigen Abrieb zu verzeichnen. Der Keramikkopf kann in direkter Verbindung zu einem Keramik-Inlay jedoch auch für ein bisschen Ärger sorgen. Das heißt, es kann zu einem Quietschgeräusch innerhalb der Hüfte kommen oder die Keramik kann bei sehr starken Impulsbelastungen auch brechen. Das ist natürlich etwas, was sich jetzt erstmal relativ uncharmant anhört, dass Prothesenteile auch zerstört oder von der Qualität eingeschränkt sein können. Die zweite Variante ist der Keramikkopf mit dem Kunststoffinnenteil. Hier sehen wir nach Jahrzehnten einen etwas höheren Abrieb, aber wir haben keine Probleme, was die sozusagen was das Quietschphänomen betrifft oder was das Bruchrisiko betrifft. Ich habe Ihnen leider eine Folie noch vorenthalten. Gerade der Professor Schnurr legt sehr viel Wert auch auf die Statistik, auf die Datenlage. Und das ist für uns auch immer wieder ein Zeitpunkt, sich sozusagen mit den Daten zu beschäftigen. Der Vergleich zwischen Keramik und Kunststoffinnenteil ist relativ ähnlich. Hier hat man allerdings auch einen Auszug aus einem Patientenkollektiv von ungefähr 20 Jahren. Da schneidet in diesem Fall die Kunststoffvariante etwas besser ab. Aber man muss fairerweise sagen, dass die Patienten mit Keramik-Inlay meistens etwas mobiler und dadurch auch etwas mehr Aktivität haben und der Abrieb dadurch auch gefördert wird. Hier haben wir ein Beispiel ganz frisch aus der letzten Woche. Ein Patient, der jetzt zur linken Seite kam für die zweite Operation. So können Sie sich vorstellen, ist der Einstieg bei uns in der Sprechstunde. Man macht ein Röntgenbild, schaut, okay, wir haben eine Arthrose, die fortgeschritten ist. Das passt zu der Beschwerdesymptomatik, zu der Klinik. Was können wir tun, wenn konservative Maßnahmen, wie Herr Yannakopoulos schon erwähnt hat, nicht mehr sinnvoll erscheinen, geht es in die Planung einer Prothese. Das heißt, bevor wir die Operation durchführen, wird die Operation schon einmal simuliert am Röntgenbild. Da bildet sich vielleicht der Bogenschluss zu dem, was ich vorhin zu den Implantaten meinte. Das heißt, wir können den anatomischen Gegebenheiten entsprechend das Prothesenmodell für Sie auswählen. Wir sehen die Knochenqualität und wir sehen im Prinzip auch die, sagen wir es mal, Implantatstrategie, wie, das heißt, welcher Zugang wird verwendet und wie können wir das Implantat am besten einsetzen. Vielleicht noch im Schnelldurchlauf ein zweites Beispiel einer Normalprothese. Auch hier geht es wieder darum, die Erkrankung zu analysieren, einen guten Plan zu machen und dann entsprechend umzusetzen. Zum Abschluss würde ich gerne noch etwas zu den statistischen Auswertungen sagen. Ich will Sie damit jetzt nicht zu sehr belasten, aber es ist, wie Professor Schnurr schon gesagt hat, für uns ein ganz wesentliches Element, dass wir auch unsere Arbeit überprüfen und wissen, wo wir stehen. Und wir sind jetzt im Gesamtergebnis für die Hüftprothesenversorgung wieder hier zu finden. Das heißt, wenig Komplikationen bei vielen Operationen. Das ist unser Ziel und da arbeiten wir stetig dran. Erreichen tun wir das Ganze durch unserer Meinung nach eine sehr moderne und auch ausgewählte Implantatstrategie. Das heißt, wir haben Zulieferer, die in ihrer Qualität bewiesen haben, dass sie Implantate höchster Qualität herstellen und das können wir auch in unserem täglichen Arbeiten feststellen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Ostertag. Ja, wir haben uns zunächst mit der Frage beschäftigt, welchen Zugang wählen wir im Interesse der Patientinnen und Patienten, standen dann vor der Frage, welches Material, also welche Prothese benutzen wir. Und es gibt noch eine dritte zentrale Frage, die zu klären ist und auf die geht jetzt Professor Schnurr ein. Wie wird die Prothese befestigt? Zementfrei oder mit Zement? Das ist hier die Frage. Die Antwort hat Professor Schnurr.
Ja, und das habe ich letztendlich versucht, in diesem Vortrag ein bisschen zusammenzufassen. Die Hüftprothese zementiert oder zementfrei? Oder vielleicht auch das, ist denn zementiert die schlechtere Versorgung? Denn ich erlebe es immer wieder, dass ich Patienten es vor der Operation erkläre und sage, ich mache es ein bisschen vom Knochen abhängig in der Operation. Und wenn ich am Nachmittag der Operation zum Patienten komme und der Patient fragt mich, mussten Sie zementieren? Und ich sage nein, dann sagt er Gott sei Dank. Und da will ich mit Ihnen einmal ein bisschen darauf eingehen, ob das eigentlich richtig ist, dass es gut und schlecht in dem Falle gibt. Das hier links ein kleines Video bei uns von unserer Bereichsleitung in der Orthopädie, die jetzt mal Knochenzement anrührt. Knochenzement hat nichts zu tun mit Zement von der Baustelle in großen Säcken, sondern das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber. Sie sehen, hier wird eine Flüssigkeit und ein Pülverchen zusammengeschüttet in der Operation. Das ist chemisch gesehen mit Plexiglas tatsächlich relativ ähnlich. Da ist noch ein Farbstoff drin, damit wir es gut erkennen, auch auf dem Röntgenbild und ein Antibiotikum. Und je nach Temperatur, in der man den Zement verarbeitet, dauert es etwa 10 bis 15 Minuten, bis der fest ist. Das heißt, wir haben dann eine komplette Festigkeit der Prothese im Knochen. Warum brauchen wir überhaupt Knochenzement? Knochenzement brauchen wir ja, wenn wir ein Hüftgelenk ersetzen und der Knochen sehr weich ist, sodass wir die Prothese nicht zementfrei einsetzen können. Und hier ist natürlich eine völlig vereinfachte Grafik, aber vielleicht kann man das, der Zement soll hier dieses Türkise sein. Das heißt, grundsätzlich könnte man die Pfanne mit Zement einkleben oder auch den Schaft mit Zement einkleben. Und während unsere Schwester immer noch fleißig den Zement vorbereitet, da sehen Sie, da sind einige Schritte notwendig, kommt dann ja auch die Prothese zum Einsatz. Und Sie sehen das hier auf der rechten Seite. Herr Dr. Ostertag hatte das eben schon mal angesprochen. Wir haben einmal die zementfreie Variante. Die ist so beschichtet, dass die im Knochen verklemmt und dann direkt einwächst in den ersten 6 Wochen. Und die zementierte Variante, das ist diese hochglanzpolierte. Das heißt, im Grunde genommen kann ich als Operateur, wenn ich das möchte, die Knochen fertig bearbeiten und dann entscheiden, ist der Knochen stabil genug, ich nehme die zementfreie Variante, oder ist der Knochen weich und ich nehme die zementierte Variante. Das ist jetzt ein Versorgungsbeispiel, auch wieder eine Patientin aus der letzten Woche. Sie sehen jetzt hier die Patientin mit einem fortgeschrittenen Verschleiß letztendlich. Hier auf der linken Seite vor der Operation, hier reibt Knochen auf Knochen, ist kein Gelenkspalt mehr vorhanden. Und da die Patientin jeden Tag Schmerzen hatte, Schmerzmittel genommen hat, nachts schon vor Schmerzen wach geworden ist, haben wir uns gemeinsam dann, nachdem alle konservative Therapie nicht mehr geholfen hat, dazu entschieden, ihr die Operation zu empfehlen. Wir planen das natürlich entsprechend, Sie sehen es hier in der Mitte. Das heißt, im Prinzip wissen wir natürlich schon vor der Operation, bevor es in den OP geht, was wollen wir einsetzen, welche Größe, weil all diese Prothesen, die Sie sehen, gibt es in Millimeterabstufung. Das heißt, das sind keine maßgefertigten Prothesen für einen speziellen Patienten, sondern wir haben die Pfannen oder die Schäfte in Millimeterabstufung. Und dementsprechend misst man das aus und dann zum Beispiel könnte die Pfanne Größe 54 im Durchmesser sein, also 54 mm. Das gibt es aber auch in 52, in 56. Das heißt, wir können da aus dem Baukastensystem uns dann bedienen. Und ganz auf der rechten Seite sehen Sie jetzt, hier habe ich eine sogenannte teilzementierte Variante gewählt. Das heißt, die Pfanne hier oben, die Titanschale, die Sie bei Herrn Dr. Ostertag schon gesehen haben, ist zementfrei, die verklemmt im Knochen. Und hier unten, da wo die gelben Pfeile sind, sehen Sie so was Weißes, Wolkiges jeweils, das ist der Knochenzement. Das hier heißt, hier ist der Schaft zementiert, teilzementiert, weil die Pfanne zementfrei, der Schaft zementiert ist. Und damit kann die Patientin am Nachmittag schon mit Vollbelastung wieder aufstehen. Wenn wir jetzt in das deutsche Register reinschauen, das Endoprothesenregister, dann sieht man, dass letztendlich fast 80% der Prothesen in Deutschland zementfrei an der Hüfte eingebaut werden. Durchschnittliches Alter 67, ein klein wenig mehr Frauen als Männer. Und ungefähr 15% werden teilzementiert. Das nennt sich Hybrid. Genau das, was wir dann auch, was ich Ihnen eben im Beispiel gezeigt habe, machen. Und Sie sehen, dass die Patienten deutlich älter sind, 78 Jahre im Durchschnitt und deutlich mehr Frauen. Die vollzementierte Variante ist relativ selten und das machen wir bei uns in der Klinik eigentlich nicht. Und jetzt die Frage, die ich ja gerne beantworten möchte, wie sieht das denn aus, sind die zementierten Schäfte denn schlechter als die zementfreien? Und da muss man sagen, im Alter ist genau das Gegenteil der Fall. Das sind hier die Daten aus dem deutschen Endoprothesenregister. Diese Kurven haben Sie ja schon in verschiedenen Vorträgen jetzt gesehen. Und Sie sehen einmal die zementierten Schäfte, das ist die blaue Kurve, mit relativ niedrigen Komplikations- und Nachoperationsraten.
Und direkt, Sie sehen die andere, sind die Zementfreien im Alter, das sind Patienten jetzt ab 75, die steigt relativ schnell hier am Anfang an. Das heißt, bei Patienten, wo der Knochen weich ist und die auch ein entsprechendes Alter haben, ist die zementierte Variante des Schaftes deutlich sicherer und besser. Bei Jüngeren ist das anders. Gleiche Grafik, Sie sehen es hier, das sind die Patienten bis 74 und Sie sehen, die sind fast gleich. Und wenn man hier guckt, das sind ja die Jahre nach der Operation, so ab dem vierten Jahr sehen Sie, werden die zementierten Schäfte schlechter. Das heißt, für die jungen, hochaktiven Patienten, die vielleicht noch im Berufsleben stehen, die eine gute Knochenqualität haben, sollte man zementfrei arbeiten. Warum? Was ist der Grund? Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Sie sehen, dass diese eine Kurve bei den zementfreien Schäften so schnell ansteigt. Und der Grund dafür, den sehen Sie hier, ist der Knochenbruch. Wenn man in einer schlechten Knochenqualität einen zementfreien Schaft verankert, dann geht das. Aber Sie müssen sich vorstellen, der muss im Knochen verklemmen. Man muss dann den Schaft so aufraspeln und aushöhlen, dass dieser Titanschaft ganz fest im Knochen klemmt. Und wenn dann ein Sturzereignis dazukommt, was im Alter nun mal vorkommen kann, dann ist das Bruchrisiko, das Knochenbruchrisiko mit einem zementfreien Schaft viel höher, sodass man bei schlechter Knochenqualität möglichst einen zementierten Schaft im Alter wählen sollte. Auch hier wieder die Grafiken, Sie kennen die Systematik schon. Diese orangene Linie ist der Bundesdurchschnitt. Je höher die Punkte sind, desto schlechter sind die Ergebnisse. Und Sie sehen hier bei uns für die zementfreien Schäfte, da sind wir besser als der Durchschnitt. Und wenn man das für die zementfreien Schäfte anguckt, da sehen Sie hier unten den Punkt, sind wir viel besser als der Bundesdurchschnitt. Das heißt, die Komplikationsquoten beim teilzementierten Schaft beim älteren Patienten sind sehr, sehr niedrig. Damit möchte ich schon schlussfolgern. Wir machen die Pfanne nahezu immer zementfrei, weil diese Titanschale, die wir verwenden, ist ein hervorragendes Implantat, verklemmt sich nahezu immer zementfrei. Und wenn die Knochenqualität schlecht ist, kann man noch mit ein oder zwei Schräubchen die Pfanne zusätzlich sichern. Wenn die Knochenqualität gut ist, und das ist sie in der Regel beim jüngeren Patienten, aber auch häufig beim älteren, und da geht es nicht um das kalendarische Alter, sondern um die Knochenqualität, dann arbeiten wir zementfrei. Wenn wir aber eine Osteoporose haben, eine schlechte Knochenqualität in Kombination mit einem hohen Alter, dann machen wir gerne eine teilzementierte Hüfte, die wir einsetzen, weil wir wissen, die Ergebnisse sind besser, die Komplikationsquoten sind deutlich kleiner. Das heißt, als Fazit und Antwort auf meine Frage, die ich im Titel hatte, zementieren, ist das schlechter? Nein, teilzementiert ist bei schlechter Knochenqualität deutlich besser. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Schnoh. So, Sie haben schon gesehen, die drei Operateure, die geben sich richtig Mühe und wenn man auf die Zahlen guckt, auch richtig erfolgreich, die bestmöglichen Verfahren auszuwählen, damit man dank präziser Vorbereitung und möglichst kleinen Eingriffen schnell wieder fit wird. Aber um die ganze Sache richtig rund zu machen, braucht es noch ein weiteres Element. Und deswegen steht Elena Neumann hier vorne, die stellvertretende Leiterin der Physiotherapie. Es gibt nämlich noch sozusagen das Tüpfelchen auf dem I, das ist das Rapid Recovery Programm. Und das dient eben am Schluss dazu, dass Sie nach der Operation eben auch ganz wieder schnell fit gemacht werden, schmerzfrei sich im Alltag zu bewegen. Und das stellt Frau Neumann Ihnen jetzt vor. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf Ihnen eine weitere Besonderheit in unserem Krankenhaus präsentieren, unser Rapid Recovery Programm. Wörtlich übersetzt bedeutet Rapid Recovery rasche Genesung. Sie haben ja schon gehört, unsere Patienten kommen schnell auf die Beine. Inwiefern wir das bei uns im Haus leben und umsetzen, erkläre ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten. Es handelt sich bei dem Projekt um ein Projekt, das wir im Oktober 2017 bereits gestartet haben. Alle Berufsgruppen arbeiten dabei zusammen, das heißt von unseren Orthopäden über unsere Anästhesistenabteilung, die Pflege, die Physiotherapie, alle bündeln ihre Kompetenzen in diesem Programm, um das bestmögliche Ergebnis für unsere Patienten zu erreichen. Wir haben uns dafür über ein Jahr Planungs- und Vorbereitungszeit genommen, um dann entsprechend erfolgreich im Jahr 2017 zu starten. Neben der guten Zusammenarbeit aller Berufsgruppen geht es vor allem um die gute Vorinformation unserer Patienten.
Bereits vor der Operation am Aufnahmetag werden Sie rundum informiert. Sie können Fragen stellen, Sie werden über OP-Techniken, Implantatauswahl und Co. informiert. Sie sprechen mit den Anästhesisten und es geht uns darum, dass Sie sich wohlfühlen, gut aufgehoben fühlen, dass Sorgen und Ängste genommen werden, weil Sie als Patienten in diesem Rapid Recovery Konzept sich als aktiven Part empfinden sollen. Sie sind bei uns nicht nur der Patient, die Patientin, die behandelt wird, sondern Sie sind ein Teil dieses Konzeptes und das möchten wir auf diesem Wege erreichen. Ziel ist die schnelle Mobilisierung unserer Patienten. Bereits am OP-Tag, Sie haben es schon gehört und gestaunt, stehen Sie bei uns wieder auf und dürfen und können die ersten Schritte machen, was natürlich im Umkehrschluss Komplikationen und Liegezeiten minimiert und das kann ja nur im Sinne unserer Patienten sein. Ja, hier sehen Sie ein Video von unserem Aufnahmetag. Dieser Tag findet 2 bis 3 Wochen vor dem OP-Termin statt. In unserer physiotherapeutischen Gangschule, die Sie gerade sehen, lernen unsere Patienten das Laufen an Unterarmgehstützen und auch das Treppesteigen. Viele Patienten haben das vielleicht im Leben noch nie machen müssen oder es ist sehr lange her. Entsprechend groß sind die Bedenken, schaffe ich das nach der Operation, klappt das alles gut? Wenn wir das vor der OP üben, Sie können sich damit vertraut machen bis zur OP, können wir viele Sorgen und Ängste nehmen und Ihre Sicherheit an Gehstützen nach der OP damit gut beeinflussen. Ansonsten finden an dem Aufnahmetag, wie ich es gerade gesagt habe, Gespräche mit unseren Orthopäden und Anästhesisten statt. Wir machen ein EKG, Röntgen- und CT-Bilder, die wir brauchen, Blutabnahme, sodass im Endeffekt an diesem Tag alle für die OP relevanten Organisationspunkte abgearbeitet werden. Wir haben alle Informationen von Ihnen, die wir brauchen, und Sie bekommen alle Informationen von uns, damit Sie gut vorbereitet in die OP gehen. Wenn Sie am OP-Tag zu uns kommen, dürfen Sie bis relativ kurz vor der OP klare Flüssigkeiten trinken und werden dann von unserer Pflege in den OP begleitet. Und da kommt es zu einer weiteren Besonderheit. Bei uns laufen die Patienten in den OP. Sie werden also nicht klassisch im Bett durch das Krankenhaus geschoben, sondern sie ziehen ihren Bademantel und ihre Schlappen an und laufen in den OP, weil sie eben ein aktiver Teil dieses Projektes sind. Sie sind nicht fremdgesteuert und fremdgestimmt, sondern sie sind bei uns, um das Gelenk machen zu lassen und können eben selbstbestimmt in den OP laufen. Im OP erwarten Sie modernste OP-Techniken, Sie haben es gerade schon gehört. Wir operieren mit geringem Blutverlust, sodass Sie nach der Operation schnell wieder bei Kräften sind und gut auf die Beine kommen. Wir haben keine Wunddrainagen und keine Blasenkatheter mehr. Das heißt, keine Schläuche, die irgendwo Ihr Krankheitsgefühl nach der Operation verstärken. Nichts, was uns bei der Mobilisation am Nachmittag behindert. Und nach einer kurzen Phase in unserem modernen Aufwachraum, wo Ihre Vitalwerte von der Pflege überprüft werden, Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung im Blut. Sie bekommen dort schon Kaffee und Cola angeboten und auch ein Eis, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Dann werden Sie auf unsere Normalstation verlegt und da erwarten wir Physiotherapeuten Sie, um hier, wie sichtbar, mit dem Gehwagen bereits die ersten Schritte über den Flur machen zu können. Und ich sehe das Erstaunen in Ihrem Blick und es ist immer besonders schön, wenn man in fast jeder ersten Mobilisation denselben Satz hört, dass die Patienten sagen, ich habe nicht geglaubt, dass das wirklich funktioniert. Man hört es vorher, man sieht es vorher, aber es glaubt keiner, bis er das selber erlebt. Und wir üben an den Tagen nach der OP bereits das Laufen an Gehstützen, sodass, wie bei dieser Dame hier sichtbar, das war der 2. Tag nach der Operation, die Patienten dann schon fit und selbstständig an den Gehstützen sind und selbst das Treppensteigen schon meistern können. Ja, auch ich langweile Sie noch mal ganz kurz mit den Statistiken, eben weil so viele zukünftige Patienten skeptisch sind und glauben, ist das denn wirklich möglich, dass ich am OP-Tag schon laufen kann? Und Dr. Janakopoulos hat es vorhin schon gesagt, ja, 84% unserer Patienten können tatsächlich am OP-Tag laufen, 12% schaffen es zumindest aufzustehen, sodass wir auf die sehr große Summe von 96% der Patienten kommen, die wirklich aus dem Bett mobilisiert werden können. Und das ist für die Patienten ganz viel wert, sodass man zum Beispiel in Begleitung auch den Toilettengang schon mal meistern kann. Das Treppensteigen auch noch mal kurz als Statistik.
Ein knappes Drittel kann, wie im Video gesehen, am zweiten Tag bereits Treppe steigen. 32 weitere Prozent schaffen es am dritten Tag nach der OP und 29% am vierten Tag, sodass der größte Teil unserer Patienten nach 4 Tagen selbstständig Treppen steigen kann, ein Entlasskriterium für uns, sodass wir sie selbstständig fit und mobil dann auch weiter entlassen können. Dazu bei, dass sie so schnell mobil werden, trägt natürlich die Physiotherapie. Unsere Patienten erlernen ein intensives Eigenübungsprogramm. Wir haben dafür Übungszettel, die die Patienten bekommen, mit Bildern und Text, anhand derer wir ihnen erklären, was sie über den Tag verteilt üben sollten. Wir haben, wie man auf dem Foto leicht erkennen kann, auf beiden orthopädischen Stationen unseren Aktivitätspfad. Das sind Piktogramme an den Wänden, die Übungen zeigen und unsere Patienten animieren sollen, dort stehen zu bleiben und zu üben, vielleicht wie eine Art Trimm-dich-Pfad. Das kann der ein oder andere vielleicht kennen. Und wir haben eine Metamarkierung auf dem Boden der Stationsflure, anhand derer man schauen kann, wie weit man von der Gehstrecke her schon kommt. Ja, Gehstrecke, das nächste Thema. Wir üben intensiv das Laufen an Gehstützen. Da bewährt sich, dass wir das vor der Operation mit den Patienten bereits geübt haben, sodass eine gewisse Routine und Sicherheit da schon vorhanden ist. Wir trainieren erneut das Treppensteigen und ab dem zweiten bis dritten Tag nach der Operation kommt ergänzend die Gruppentherapie dazu. Auch das ist immer ganz schön, da können die Patienten sich momentan in Kleingruppen, Corona-bedingt, auch mal austauschen über die jeweiligen Fortschritte. Ja, und um noch einmal die Vorteile dieses Rapid Recovery Programms für unsere Patienten zusammenzufassen: Es ist zum einen der Teil vor der Operation, sie gut zu informieren, ihnen Sorgen und Ängste zu nehmen, sie zu aktivieren für das Konzept, an dem sie mitarbeiten sollen. Das ist unser großer Wunsch. Und der andere Teil ist der Teil nach der OP, dass wir eben durch intensive Physiotherapie, durch wenig Bewegungseinschränkungen dafür sorgen, dass die Patienten schnell mobil und selbstständig sind. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, man ist ungern auf Hilfe angewiesen, man ist ungern abhängig. Das höre ich von unseren Patienten immer wieder. Sie möchten die Pflege nicht belästigen mit ihren Hilfswünschen, die sie haben. Und da können wir natürlich in diesem Projekt dazu beitragen, dass sie ganz schnell ihren Krankenhausalltag selbstständig meistern können. Und so sind wir in der Lage, nach 3 bis 5 Tagen unsere Patienten zu entlassen, sei es nach Hause und dann in die ambulante Reha oder in die stationäre Reha, je nachdem, wie es vorher geplant worden ist. Und ja, zu aller guter Letzt kann man nochmal die gute Zusammenarbeit erwähnen, dass wirklich alle Berufsgruppen in stetem Austausch sind. Wir machen interdisziplinäre Visiten, in denen wir die Patienten anschauen und besprechen, wie die Fortschritte sind. Und das ist eben auch ein ganz großer Vorteil für unsere Patienten, dass wir da alles bündeln für ihre Genesung. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Neumann. Jetzt kommen wir zu Ihnen. Also vielen Dank, dass Sie hier so geduldig im Saal gesessen haben. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben am PC, am Bildschirm. Jetzt kommen wir zu Ihnen, zu Ihren Fragen. Wenn Sie hier im Raum eine Frage stellen wollen, dann bitte ich um Handzeichen. Wir haben hier eine Kollegin, sogar zwei Kolleginnen, die mit einem Mikrofon zu Ihnen kommen. Bitte warten Sie, wenn Sie die Frage stellen, bis Sie das Mikrofon sozusagen nahe bei sich haben, weil dann können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vor den Bildschirmen die Frage verstehen. Das ist natürlich ganz wichtig und es sind auch schon einige Fragen eingegangen, auf die ich hier zugreifen kann. Ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, wenn eine Frage unbeantwortet bleiben sollte hier im Raum oder auch eine Frage, die Sie uns per E-Mail geschickt haben, dann gedulden Sie sich einen kleinen Moment. Die Expertinnen und Experten haben zugesagt, dass sie die Fragen auch im Nachgang noch beantworten würden. Aber Sie verstehen, Sie haben auch relativ viel zu tun, müssen viel operieren. Sie haben die Zahlen gesehen, 1200 künstliche Gelenke pro Jahr. Also es kann ein paar Tage dauern, aber alle Ihre Fragen werden beantwortet.
Gibt es hier schon eine Frage im Raum? Ich schaue mich mal um. Oh, direkt zwei. Jetzt waren Sie auch fast zeitgleich. Und da würde ich sagen, als Gentleman der alten Schule, Ladies first. Aber warten Sie noch einen Moment, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Und die Maske können Sie zum Fragestellen bitte absetzen, weil sonst haben wir alle ein Problemchen mit dem Hören. Ja, es wird halt immer pauschal gesagt, von Langzeit gesprochen, der Materialien. Was heißt das? Wie lange hält das? Also, Herr Dr. Oster. Ja, kann ich Ihnen, das ist eine sehr gute Frage. Was bedeutet Langzeit? Also, Langzeit heißt bei uns über 15 Jahre, eher 20 Jahre. Das sind auch so die statistischen Werte, die wir oft in den Grafiken gezeigt haben. Also, eine Hüftprothese, die korrekt implantiert ist, sollte diesen Zeitstrahl erreichen. Also ich kann vielleicht das noch ein klein bisschen erläutern, noch weitergehen. Sie haben ja eben die Daten aus dem Register gesehen zu den Gleitpaarungen. Und da haben Sie die Daten gesehen, 8% und 9%, beziehungsweise 7% und 8%. Das heißt, 8% sind nach 20 Jahren nachoperiert. Das bedeutet, über 90% haben noch ein funktionierendes Hüftgelenk. Und wir sehen auch immer wieder Patienten, die nach 30 Jahren kommen und noch ein funktionierendes Hüftgelenk haben. Wenn Sie überlegen, die Patienten, die jetzt nach 30 Jahren zum Beispiel eine Lockerung haben, vor 30 Jahren war natürlich die Technologie und die Materialien viel schlechter als heute. Wir wissen nicht, wie lange die Prothesen heute halten. Wir glauben aber, dass sie, wenn sie vernünftig eingebaut sind, durchaus 20 bis 30 Jahre und länger halten können. Das heißt also, es wird nachoperiert, das heißt, es wird nicht wieder ein erneutes Gelenk. Neues eingesetzt nach eventuell 15 Jahren? Das hängt natürlich davon ab, was das Problem ist. Das sind ja modulare Implantate, Herr Dr. Ostertag hat das gezeigt, das sind ja vier Teile und jedes dieser Teile kann einzeln getauscht werden. Das bedeutet, als Beispiel, nehmen wir mal an, man hat eine Kunststoffversorgung mit diesem Kunststoffeinsatz in der Pfanne und man sieht nach 20, 25 Jahren am Röntgenbild, dass der abgenutzt ist. Dann kann man auch nur den Aufsteckkopf von dem Einsatz der Pfanne tauschen und lässt die metallischen Komponenten im Knochen intakt. Wenn natürlich irgendwas locker ist, dann muss man den Teil tauschen. Und man kann natürlich auch alles tauschen, aber es muss nicht immer alles getauscht werden. Kommt ja dann, ne? Wenn man kurz verwundert ist, aber man lebt noch und dann so eine OP. Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Herr hier vorne, Sie hatten auch eine Frage, wenn Sie da einmal zu ihm kommen. Ja, guten Tag. Ich habe mir vor anderthalb Jahren die Hüftpfanne gebrochen und die ist nicht operiert worden, sondern konservativ zusammengewachsen, weil der Spalt oder der Versatz kleiner 2 mm wäre. Und jetzt, ich werde aber auf kurz oder lang Probleme mit Arthrose bekommen. So, jetzt ist meine Frage. Wann ist der richtige Zeitpunkt für diese Operation? Weil ich bin relativ stark bewegungseingeschränkt. Schmerzen, würde ich mal sagen, ist okay, wenn ich morgens, bevor ich aufstehe, meine Übungen mache, dass ich dann ein bisschen beweglich mache, dann ist das okay. Nur ich gewöhne mir natürlich ein furchtbares Gangbild an. Deshalb frage ich, was ist der richtige Zeitpunkt, um das beheben zu lassen, oder? Operieren zu lassen. Da stellen Sie die wahrscheinlich schwierigste Frage, die wir in jedem Patientengespräch haben, letztendlich. Am Ende gibt es wenige Fälle, wo wir zu zeitnahen Operationen raten. Das sind aber ganz, ganz wenige Fälle. Im Normalfall ist es so beim künstlichen Hüftgelenk, bei der Hüftgelenksarthrose, dass wir die Patienten beraten und sagen, es wird dann nötig, die Operation, wenn die Lebensqualität so reduziert ist, dass der Patient sagt, jetzt muss was passieren. Das kann starker Schmerz sein, das kann aber auch das stark hinkende Gangbild, eine Bewegungseinschränkung sein. Es kann sein, dass man relativ oft Schmerzmittel nehmen muss. Das ist individuell von Patient zu Patient unterschiedlich. Wir operieren kein Röntgenbild. Das bedeutet, wenn wir ein Röntgenbild von jemandem haben, der eine schlimme Arthrose an der Hüfte hat, kommt damit aber gut zurecht, dann werden wir in der Regel empfehlen, erstmal ohne eine Operation weiterzumachen. Bei Ihnen müssten wir es also ganz genau miteinander abwägen. Wir müssten Sie in der Sprechstunde natürlich mal untersuchen, genaue Krankengeschichte machen, schauen, wie sind die Einschränkungen und dann gemeinsam zu überlegen, macht es schon Sinn oder wartet man noch ab? Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Ja, dürfen Sie. Nehmen Sie ruhig noch mal den Mund-Nasen-Schutz runter, dann... Ich halte das.
Und zwar wollte ich wissen, die Reha, bereiten Sie die vor? Weil ich habe jetzt, das war ein Drama, wie ich aus dem Krankenhaus kam, da sollte ich 6 Wochen im Rollstuhl verbringen, dann sind natürlich sämtliche Muskeln weg. Bereiten Sie die vor oder kann es passieren, dass man nach der Operation 2 Wochen oder was irgendwo zwischengeparkt wird, bevor ein Reha-Platz irgendwo frei ist? Nein, da kann in der Geriatrie oder in der, weiß ich nicht wo, also zwischengeparkt, bis ein Reha-Platz frei ist. Weil ohne Reha, glaube ich, geht es nicht, ne? Also eine Reha ist empfehlenswert auf jeden Fall. Ja. Und es ist so, an dem Aufnahmetag, den ich erwähnt habe, kommt auch unser Reha-Berater-Team bereits zum Einsatz. Ja. Das heißt, Sie besprechen mit unseren Reha-Beratern, welche Form der Reha Sie sich vorstellen können. Ob Sie sagen, ich möchte erst nach Hause entlassen werden und eine ambulante Reha machen, sprich eine Reha, wo ich morgens abgeholt und am Nachmittag zurückgebracht werde, oder ob Sie sich für eine stationäre Reha entscheiden. Und bereits dann melden wir Sie in einer Wunschklinik an, sodass wir diesen Platz schon reservieren können. Und letzten Endes, wenn Sie zur OP kommen, nur noch die Kostenübernahme letztendlich geklärt wird und wir dann gewährleisten können, dass Sie im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt dann auch die Reha zeitnah oder auch direkt antreten können, weil wir natürlich diese langen Pausen nicht haben möchten. Ja, also man könnte im Idealfall direkt aus dem Krankenhaus in die Reha gebracht werden. Genau, wir haben einige Patienten, die wünschen sich direkt verlegt zu werden von uns aus diversen Gründen, vielleicht weil man alleinstehend ist und zu Hause nicht versorgt ist. Und dann können wir auch die Direktverlegung wählen, dass sie dann von der Reha-Klinik, vom Transportdienst direkt bei uns abgeholt und in die Reha-Klinik gebracht werden, ja. Okay. Und ich habe noch eine dritte Frage. Die aller guten Dinge sind ja 3. Ja, und zwar wollte ich wissen, Sie haben jetzt eigentlich Kurzschaft, Langschaft, zementiert und so weiter. Wird das alles vor der Operation festgelegt oder während der Operation? Da gibt es sowohl als auch. Das heißt, wir haben ja dann die Diagnostik, die wir betrachten können. Das heißt, das Röntgenbild oder gegebenenfalls bei Ihnen nach einer Fraktur vielleicht auch eine computertomografische Darstellung, können uns da schon eine Idee und einen Plan machen, wie wir diesen Befund am besten operativ versorgen können. Natürlich besteht auch intraoperativ auch immer die Möglichkeit zu wechseln, wenn man sieht, dass man mit dem Plan, den man gefasst hat, nicht zurechtkommt. Da gibt es einmal die Möglichkeit der zementierten und zementfreien Schaftversorgung, aber auch bei den Pfannensystemen, das heißt, das wäre ja für Sie interessant, ja, mit so einem Becken- oder Acetabulumbruch, wäre es so, dass wir auch Revisionssysteme im Haus haben. Das heißt, das sind Spezialpfannen, die zum Einsatz kommen, wenn normale Implantate nicht mehr sicher verankert werden können. Wenn meine Kugel, ich weiß nicht, wie die heißt, wenn die noch in Ordnung wäre, könnte man dann auch nur eine Pfanne einsetzen, weil die bei mir gebrochen war? Das würde leider nicht gehen. Es gab die Versuche der sogenannten Kappenprothesen, die sind aber nicht weitergeführt worden in der Breite. Aber so wie sich der Befund bei Ihnen anhört, wären Sie mit einer Hüftprothese sozusagen gut versorgt. Den eigenen Kopf kann man leider dabei nicht erhalten. Okay, danke. No, eventuell gibt es noch, ja, die Frage habe ich gesehen, komme ich auch gleich zu. Eventuell gibt es auch im Nachgang der Veranstaltung noch die Möglichkeit, im Vorraum ein paar Fragen zu klären, wenn da die Experten, ich sehe dann nicken, da kann man das noch machen. Ich bin, bevor wir zu Ihnen kommen, ich habe es gesehen, vielleicht einmal als Anwalt der Menschen, die uns gerade online verfolgen, auch eine Frage, die auch online eingegangen ist, und zwar an Herrn Dr. Giannakopoulos. Wie groß ist der Schnitt denn eigentlich bei so einer minimalinvasiven Operation? Oder braucht man da mehrere? Reicht da einer? Können Sie uns das kurz erläutern? Ja, sehr gute Frage. Da muss ich nur ehrlich sagen, eigentlich das Entscheidende für die operative Versorgung, auch für die minimalinvasive Zugänge, die ich auch eben gezeigt habe, ist nicht der Hautschnitt. Klar, ist wichtig, weil das kosmetische Gründe auch, unter anderem, aber wichtig ist diese Muskelschwundtechnik, dass man letztendlich durch die Muskulatur die operative Versorgung macht. Jetzt die Länge des Hautschnitts hat auf jeden Fall mit vielen Parametern zu tun, beziehungsweise Weichteile, Übergewicht, Lage des Patienten. Also eigentlich das Entscheidende ist, muskelschonend, weichteilschonend zu operieren.
Okay, vielen Dank dafür. Dann würde ich einmal nach hier vorne zu dem Herrn geben. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon da ist und es kommt von der unerwarteten anderen Seite. Ja. Ja, mich würde mal interessieren, unterstellen wir mal den richtigen Termin für eine OP. Man hat sich dazu entschieden, nach Beratung von Ihnen, unterstellen wir einen durchschnittlich komplikationslosen Verlauf und die schnelle Soforttherapie, sage ich mal, mit Aufstehen, mit Gehen, mit Treppesteigen etc. Irgendwann gilt man ja als genesen. Jetzt will keiner nach so einer Operation zu den Olympischen Spielen. Aber mal die allgemeine Frage, mit welchen durchschnittlichen Einschränkungen muss man leben oder besser gesagt, was kann man alles noch oder was kann man auf keinen Fall? Ich sag mal, nicht laufen, sondern vielleicht wandern, Fahrrad fahren, solche Aktivitäten. Gibt es da Einschränkungen oder kann man sagen, im Normalfall geht sowas wieder laienhaft zumindest? Also das ist relativ einfach zu beantworten. Die Sachen, die Sie aufgezählt haben, werden Sie im Normalfall alle können. Es gibt einen schönen, im Englischen genannten Forgotten Joint Score. Das bedeutet, man zählt, wie viele Patienten eigentlich im Alltag vergessen, dass sie ein Kunstgelenk haben. Und das sind am Hüftgelenk ganz viele. Das heißt, viele Patienten, die ein normal funktionierendes, gut funktionierendes künstliches Hüftgelenk haben, merken das im Alltag gar nicht mehr, weil es sich anfühlt wie das gesunde Gelenk. Ein bisschen anders als beim Knie. Und alles das, was Sie gerade aufgezählt haben, Schwimmen, Fahrradfahren, Wandern, alle diese Geschichten, die können Sie im Normalfall völlig ohne Einschränkung wieder machen. Natürlich noch nicht 3 Wochen nach der Operation, sondern ein bisschen braucht es. Wir empfehlen Ihnen nach der Operation in der Regel, dass Sie 4 bis 6 Wochen Gehstützen noch nehmen, normal aber voll belasten können. Nach 6 Wochen geht es auch allmählich dann wieder mit dem Autofahren los. Auf dem Fahrrad, auf dem Heimtrainer geht es natürlich auch schon im Reha-Betrieb los, bis man wieder auch im Verkehr Fahrrad fährt. Da sagt man eher so 8 bis 12 Wochen, weil man muss ja auch mal abspringen können, wenn irgendwie man eine Situation hat. Aber sonst die Sachen können Sie wieder machen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich würde mit Blick auf die Zeit, also die eine Stunde ist wie im Flug vergangen. Wir haben 17 Uhr, also Sie können Ihre Frage sicherlich gleich noch vorne stellen. Wie gesagt, Sie haben auch die Möglichkeit, eben die E-Mail-Fragen noch zu stellen an uns. Die werden auch beantwortet. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen hier im Publikum vor Ort bedanken, dass Sie uns so zugehört haben, so diszipliniert und so gute Fragen gestellt haben. Auch an die Zuschauenden draußen natürlich mein ganz herzliches Entschuldigung, Dankeschön. Vor allen Dingen aber natürlich an die Expertinnen und die Experten hier auf der Bühne, die sich ihren Fragen gestellt haben und die hoffentlich Ihnen einen guten Eindruck gegeben haben von den innovativen Möglichkeiten und Techniken, die da am St. Vinzenz Krankenhaus betrieben werden. Sie können sich diese Veranstaltung auch nochmal anschauen, weil das war ja schon, ja, das war schon hohe Kunst und für jemanden, der eben kein Medizinstudium hat, vielleicht nicht auch sofort alles an jeder Stelle eingängig. Sie können das aber nochmal nachschauen unter www.vkkd-gesundheitsforum.de. Ich glaube, es ist jetzt auch eingeblendet für die Leute, die am Bildschirm sind. Sie finden auch noch ganz viele Informationen unter der Website des Vinzenz Krankenhauses unter www.vinzenz-orthopädie.de oder ja, Sie können da auch einfach anrufen oder eine E-Mail schicken. Also für die Leute, die uns online verfolgen, ja, sollte das jetzt gerade eingeblendet sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen. Vielleicht nochmal einen kleinen Applaus für die drei Herren und die Dame. Ja. Mehr als verdient und ja, bleibt mir nur zu sagen, also schön, dass Sie hier waren, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal im VKKD Gesundheitsforum. Auf Wiedersehen.